Ein Polizeipferd stürmt panisch durch die Menge. Wütende Demonstranten kreisen die Reiterstaffel ein, bewerfen die Beamten mit Glasflaschen, schleudern Fahrräder gegen die Tiere. Schreckliche Bilder der Black Lives Matter-Proteste in London. Zunächst hatten sich am Samstag Demonstranten friedlich in der britischen Hauptstadt versammelt, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu protestieren. Doch gegen 7 Uhr am Abend eskaliert die Situation. Protestler schleudern Fahrräder in Richtung eines Polizeipferdes. Das steigt hoch, wirft die Beamtin ab. Sie stürzt zu Boden, verliert das Bewusstsein. Während ein aggressiver Mob die berittenen Polizisten verfolgt, schleppt ein Beamter mit Hilfe zweier Demonstranten die Polizisten aus der Gefahrenzone. 14 Polizisten werden bei den Protesten verletzt. Das macht insgesamt 23 innerhalb der letzten Tage. Die Beamten nehmen 14 Randalierer fest.